Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute diesen Look kreieren. And let's go! Wir werden heute ein Lemonade-inspiriertes Make-up machen. Und ich werde dazu mit der Augenpartie anfangen, weil ich die mir erstmal mit Tesafilm abkleben möchte. Wenn ich das nämlich hinterher abkleben würde, würde ich mir danach die Foundation und Concealer und alles wieder abtragen. Ich gehe jetzt in die NYX-R-Palette und zwar in diesen Peach-Orange-Ton. Und dieser Ton kommt nach ganz hinten. Schön in den Außenwinkel verteilt. Danach auch in die Lidfalte. Dann gehe ich als Transition Shade in den gelben Ton und werde den auf dem gesamtlichen restlichen Lid erstmal verteilen. Dann nehme ich jetzt die Take Me Back True Bristle Palette von BH Cosmetics und gehe in dieses leuchtende Gelb hier. Das blende ich leicht hoch zur Lidfalte. Vermische das auch ein bisschen mit diesem peachigen Pink. Mit einem kleinen Pencil Brush werde ich in diesen Orangeton gehen und den wirklich nur im äußeren V auftragen. Dann möchte ich jetzt noch dieses Neon Pink ebenfalls im äußeren V etwas drüber blenden. Und das Ganze ziehe ich in der Lidfalte auch etwas nach vorne. Gehe ich nochmal mit dem Orangeton rein. Und werde den auch noch etwas. Und dann nehme ich die Too Faced Life's a Festival Palette und gehe in den Ton Fun in the Sun. Das kommt in die Mitte meines beweglichen Lides. So, dann können wir uns erstmal von dem Klebeband hier verabschieden. Fallout wegwischen. Und dann können wir auch schon die Foundation auftragen. Ich werde heute zum allerersten Mal die Catrice HD Liquid Coverage Foundation auftragen. Das ist nicht die neueste, ich weiß. Aber bei der neuen sehen die Farben irgendwie alle so dunkel aus. Und ich glaube, das hier wird mir auch zu dunkel sein. Also ich finde es jetzt nicht so krass zu dunkel. Die Trended Up fand ich dunkler, aber ich glaube, ich sehe doch schon einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob sie noch gleich nachdunkeln wird. Ich sehe wahrscheinlich erst im Schnittprogramm, wie scheiße meine Foundation ist. Mein Opa bekommt Besuch und gerade ist Highlife hier. Yay, ich glaube, ich mache jetzt erstmal 5 Minuten Pause und warte, bis sie sich nach oben bequemt haben. Ich werde jetzt den Concealer von Revival The Loop auftragen. Jetzt ist Zeit fürs Baken und dann nehme ich das P2 Prime and Fine Perfect Face Puder. Ne, Refine and Prime. Dann mache ich jetzt erstmal meinen unteren Wimpernkranz und dann nehme ich wieder die NYX-R Palette und diesen Peach-Orange-Ton. Und dann nehme ich die Take Me Back to Brazil Palette und gehe wieder in dieses leuchtende Gelb hier. Ich werde jetzt mit der NYX-R Palette und diesem Orange-Peach-Ton meine Augenbrauen machen. Dann werden wir jetzt den Glazed Donut Highlighter von Essence verwenden. Ich habe den heute endlich mal in einem DM gesehen. Ich wollte eigentlich nach der NYX Can't Stop Won't Stop Foundation gucken, aber die war nicht da. Und dann habe ich den hier gesehen und als die Neuheit rauskam, sie haben diesen Highlighter, ich wollte ihn unbedingt haben, aber in meiner Stadt, in meinem DM, nö. Jetzt war ich mal in einer anderen Stadt. Ich habe ihn gesehen und sofort mitgenommen. Diesen Highlighter nehme ich jetzt als Inner Corner Highlight und als Brow Bone Highlight und für das gesamte restliche Gesicht auch. Also beim Swatchen fand ich den schon richtig schön. Es ist mir so ein Frosty Highlight und ich finde da doch so ein bisschen was von diesen Highlightern, wovon alle sprechen, dass sie aussehen, als würden sie die Haut aussehen lassen wie Glas. Also je nachdem, wie das Licht drauf scheint, sieht das stellenweise echt so aus. Nur als Innenwinkel-Highlight hatte mich irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Und deswegen gehe ich nochmal in die Too Faced Life's a Festival Palette und werde den Highlighter Unicorn Tears im Innenwinkel auftragen. Und das ist ein Inner Corner Highlight für mich. Als Bronzer habe ich den Butter Bronzer von Physician Formula. Ich habe diesen Bronzer im Ton Light. Es gibt auch noch einen dunkleren Ton. Aber da ich sowieso blass wie eine Wand bin, diesen Bronzer finde ich richtig, richtig schön, weil der halt so weich ist und nicht viel Farbe abgibt. Gerade bei hellen Häuten ist es wichtig,
Als Blush werde ich von Milani den gehypten Luminoso verwenden. Das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Blush verwende. Also vom Swatch her war dieses Ding mega pigmentiert. Ich konnte damit quasi meine ganze Hand entlang fahren und einmal so drüber swatchen. Ich hoffe, es ist auf dem Pinsel nicht so. Ich habe nämlich heute keine Lust auf Pikachu-Bäckchen. Aber sehr viel Produkt auf dem Pinsel. Also so mir gefällt was ich total Farbton vergessen habe, ich bin hier heute schulterfrei und ich wollte meine Schultern highlighten. Und zwar auch mit dem Glazed Donut. Richtig schön. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, sind die Lippen. Und da werde ich von Too Faced den Angel Tears verwenden. Da werde ich mir Lashes aufkleben von Red Cherry. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ta-ta-ta-ta, das ist dann der fertige Look. Ich habe an die Perücke noch die beiden Zöpfe gemacht, die da dran hingen. Und mir meine Zitronenohrringe reingemacht, die ich selbst gemacht habe. Das Video dazu werde ich euch gerne verlinken. Aber der Highlighter, ich liebe ihn. Also das war definitiv kein Fehlkauf. Der ist so, so, so schön. Also für mich persönlich hat, wenn ich an Lemonade, also Limonade denke, das Ganze irgendwie so ein Gelb, Peach, Rosa Touch. Also das ist meine Interpretation hinter diesem Look auch ein bisschen, weil es hat Gelb, Peach und Rosa irgendwie mit drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.